Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute: Lubera Buchs Bad Zwischenahr. Vielleicht haben Sie schon in einem früheren Video gehört, dass wir langsam aber sicher eine neue Baumschule in Deutschland, in Bad Zwischenahr, aufbauen. In dem Zusammenhang habe ich mich entschieden, in meinem Garten, da weiter hinten, wir sehen es nachher noch, einen großen Baum aus Bad Zwischenahr, einen Prunus canza, zu pflanzen. Genau dieser wird heute mit Hilfe dieses Rieseninstruments da in den Garten gebracht. Der Baum ist zwischen 500 und 1000 Kilogramm schwer und wir müssen den ungefähr 30 Meter in den Garten reinbringen. Ich denke, dass die ganze Aktion ist es wert, auch filmisch, videomäßig festgehalten zu werden. Im nächsten kurzen Video also sehen Sie, wie dieser Baum, wir schauen ihn da vorne an, der Prunus canza aus Bad Zwischenahr in Buchs, in meinem Garten, gepflanzt wird. Wir gehen zum Baum. Hier ist das kleine Bäumchen, 500 bis 1000 Kilogramm schwer, das ist der Wurzelballen hier. Das ist der mehrstämmige Prunus canza, der oben dann eine Schirmkrone bilden soll. Wunderschön balliert, so ist er aus Bad Zwischenahr gekommen. Man sieht hier auch, die Knospen sind noch zurück. Der Baum ist extra früh gestochen worden. Normal würde der Prunus canza hier schon in der vollen Blüte sein oder schon abgeblüht sein, aber er wurde früh gestochen in Bad Zwischenahr. Mein Kollege Dirk Böhlje hat das in Bad Zwischenahr organisiert, so dass der Baum jetzt sich noch zurückhält und bei uns dann richtig blühen kann und später auch anwachsen kann. Also, dieses kleine Ding da muss in unseren Garten gepflanzt werden, etwa 7 Meter lang, riesen Wurzelballen, und der muss mit Hilfe dieses Instruments, dieses Krans, 30 Meter in unseren Garten hineingebracht werden. Wir laufen die Strecke mal ab. Man sieht auch, dass sich die Nachbarn bereits für das Schauspiel interessieren. Hier Marianne, das ist die berühmte Mutter des großen Kaktus in unserem Garten. Hier 30 Meter entfernt von der Straße die Grube, wo dann dieses Ding rein muss. Mein Mitarbeiter ist noch dran, die Grube fertig zu machen. Hier der Sitzplatz, der einst von diesem Prunus canza verschönert werden soll. Hier nochmals meine Nachbarin, die das Schauspiel genießt. Natürlich wahrscheinlich ein bisschen neidisch ist, weil ihr wunderschöner Kaktus da Konkurrenz bekommt. Also warten wir auf das Schauspiel, wie der Baum hier in den Garten gepflanzt wird.